Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um das neue Update 21.2, wie versprochen Legend of the White Dragon ist der Name des Updates und losgehen wird es heute am Yillith Pass, das heißt hier in diesem Eispfad, da geht es ja weiter. Manche haben ja natürlich schon in den Livestreams von den Gameforge Partnern oder die Videos schon gesehen. Ich zeige alles im Detail nach und nach. Heute ist eine kleine Zusammenfassung, was es denn so geben wird. Und die nächsten Teile, da werden wir dann Bosse farmen. Wir werden aktiv die Mobs farmen. Wir werden auch im Livestream Mobs farmen gehen. Questreihe habe ich auch schon gemacht. Es gibt gute Sachen. Also ich kann es euch gerade mal hier zeigen, was es bisher so gab. Stein des Schmiedes, Drachentruhe, Ritualstein. Also so Dinge kriegt man da. Ich bin noch nicht ganz fertig, eine Quest fehlt mir noch, dann habe ich alle Quests von dem neuen Kontinent abgeschlossen. Wir gehen jetzt einfach hier rein in die Nordwindschlucht, werden das so ein bisschen zusammenfassen, was denn so Neues gibt, was man da farmen kann. Auch die neuen Bosse, also jede Map hat im Endeffekt einen Boss, einen Kriegshäuptling. Der spawnt an verschiedenen Orten. Ich weiß auch noch nicht alle. Ich weiß so ein paar Orte schon. Der ist ein bisschen so ähnlich wie Kappa, kann man sagen. Also der droppt auch vierer Steine. Und diesmal, also es wird mir halt immer vorgeworfen, ich verheimliche Sachen, die was gönnen. Aber selbst farme ich die Sachen eben kaum. Von daher, mir ist es eigentlich immer relativ egal. Ich spoilere alles, wenn es sein muss. Und bringt euch natürlich auch viel. Gut, selber die Orte, ich kenne nur einen und der ist hier oben. Also hier auf der Minimap hier. Da gibt es einen Boss. Wir können. Es ist halt auch nicht einfach. Also man muss sagen, es ist nicht einfach. Ich finde, so vom Equipment her ist das neue Update eher Richtung FKS-Dev angelehnt. DSS-Widerstand, muss ich sagen, kann man mich auch berichtigen. Aber sehe ich jetzt nicht als Hauptprio. Auch das mit Blitz, was ja so ein bisschen vor dem Update schon kursiert ist, welches Element denn kommt. Blitz ist vorhanden, aber ich finde, es ist nicht Main-Element. Ich finde immer noch, gerade wenn es um den Dungeon geht, der auch noch da ist, ist Eis eher wichtiger als Blitz. Blitz ist schon wichtig, aber nicht das Wichtigste. Genau, was kann man denn so farmen hier in der Map? Also klar gibt es Quests, die werden wir dann nächstes Mal ein bisschen so zeigen. Weil ich denke, das Video, außer es wird jetzt von der Länge her nicht so lang. Ihr könnt hier Schlangenstein, also ich habe so ein bisschen was natürlich hier. Ihr könnt jetzt so neue Kräuter farmen, so Flaschen. Da werden wir auch noch gleich sehen, was das ist. Schlangenstein, Schlangenstein Plus. Lederhärter kann man nun farmen. Und was ich jetzt nicht mehr habe, weil ich mein Aura-Gewand bereits geupdatet habe, also geupgradet, nicht geupdatet, die Feuerrune, also Aura-Rune mit Klammer 10, das heißt 1% pro Rune für euer Aura-Gewand, das ist natürlich mega nice. Und an sich, die Bosse, die lassen so Upgrades oder Upgrade-Sachen für die Waffe fallen. Dann habt ihr auch wieder diese Kräuter, die die im 5er-Stack fallen lassen. Dann Steine Dämonen plus 4 hab ich schon gedroppt. Und dementsprechend halt auch weiteren Stuff. Also jetzt, er gönnt schon, aber man muss ihn halt auch erstmal packen. Da werden wir auch noch ein bisschen was zeigen. Wir können ja auch mal parallel schauen, ob er da ist. Aber werden wir dann direkt machen, wenn wir jetzt erstmal das Grundupdate durch haben. Genau, also Feuerrune kann man auch droppen. Von manchem Boss droppt man sogar eine 100er Rune. Das heißt 10% EXP. Es lohnt sich. Also es ist wirklich ein Farming, ein Grinding Update. Und das fühle ich schon mega. Es wiegt so ein bisschen die Bots auf, muss ich sogar sagen. Aber das ist natürlich eine Aussage, die man so nicht stehen lassen darf. Weil es halt auch andere Leute, die nicht auf Johara spielen, ja, da stark treffen können. Deswegen, das Bot-Thema ist nach wie vor immer noch präsent, aber man kann halt nicht leugnen, dass das Update schon für mich, was ich jetzt alles erlebt habe, schon mega gelungen ist. Dann haben wir hier die zweite Map, den Seelenklamm, auch wieder ein Boss, also ich habe hier in dem Bereich schon mal einen Boss gefunden. Ich vermute, dass es so in den Zeltbereichen ist, also hier ist ein Zelt, so ein kleines Dörfchen, hier und hier, das könnte vielleicht, und da ist noch eins, das könnte vielleicht so der Spawnort von dem Boss sein. Man macht natürlich viele Quests, ihr kriegt auch neue Missionsbücher, da habe ich bisher nur Schmucksteine bekommen, hier haben wir zum Beispiel vom Yillith Pass und jedes
jede Map hat ihr eigenes Missionsbuch. Hier haben wir zum Beispiel noch eine Erdranke, also eine Erdblüte. Und da werde ich euch auch gleich noch was dazu sagen, wenn wir hier durch sind. Also auch hier spawnt ein Boss. Ihr habt einen neuen Metin generell, den Gumar-Metin. Der spawnt die neuen, beziehungsweise die alten Schlangenmobs vom Yillet-Pass. Und ja, ist eigentlich in Kombination schon schwer. Da ist er, glaube ich, sogar schon. Ne, das Shiho. Also die Shiho vom Yillet-Pass, die spawnen ja auch. Ihr seht ja, gut, ich habe jetzt keine Eichhörner oder so. Das ist schon heftig. Die, noch zu den Quests gesagt, die geben gut EXP. Also ich habe jetzt mit allen Quests so rund, ja, vielleicht so 45 bis 46% bekommen. Also mit Level 6. Das gönnt schon. So kann man eine Shami von Level 2 sogar vielleicht auf Level 4 machen. Genau, die Werte, also auf der Vormap, dem Nordwind, der Nordwind-Map, da waren es 30, 20, 30. Und hier sind schon 35, 25, 35. Also die Werte gehen schon nach oben. Der Drachenraum, da waren wir jetzt noch nicht drin. Wir werden jetzt heute zum Beispiel reingehen, einfach mal ein bisschen Look and Feel. Und wir werden da jetzt keine große Kraft reinhängen. Wir wollen nur mal sehen, wie sieht's aus, was macht er so, was sind so die Equip-Standards. Weil Leute haben auf jeden Fall genug, zum Beispiel in der Gilde, um den zu machen. Wir werden das dann auch irgendwann mal demnächst aktiv angehen, wenn wir dann halt ein bisschen höher gelevelt sind. Die Werte sind nämlich 70, 60, 70 beim Drache. Und das ist halt noch ein bisschen hoch. Da müssen wir schauen, ob wir Rest brauchen und so weiter. Das zum Thema Drachenrennen und Werte. Weil die gehen jetzt natürlich weiter. Wenn man natürlich das hier alles so hat, dann kann man, oder erkundet hat, dann kann man hier hoch im Seenklamm. Da ist der General Kuan. Den kann man ansprechen, wenn man dann in den neuen Dungeon möchte. Und da können wir jetzt gerade mal rein. Eventuell, ja, wir haben die Zeit schon. Ich will noch ein bisschen Gameplay bringen und ich will noch ein bisschen natürlich euch zeigen, wie die neue Waffe, das neue Pad aussieht. Weil es gibt es auch. Es gibt auch ein neues Mount. Und ich möchte auch noch ein bisschen was über die Elixiere sagen, die neuen. Genau, das ist der neue Dungeon. Da braucht ihr 45, 35, 45 von den Werten her. Ich kann auch gleich sagen, hier spawnt ein Boss, der droppt gefrorene Schlüssel. Die braucht man 3 Stück für den neuen Drachen. Und diesen Boss findet man random in diesem Dungeon hier drin. An sich, der Boss droppt auch Vierersteine vom alten Kontinent, Tast, Krieger und so weiter. Und dieser gefrorene Schlüssel halt 3 Stück. Ich glaube, für eine ganze Gruppe braucht man, das heißt, man muss halt wie ein Geni früher in der Grotte hier rumreiten, den suchen und so weiter. Ich sage euch gleich mal, wie das funktioniert mit dem Thema, ja, zum Portal gehen. Ihr seht, da sind meistens Ace-Mobs. In den Vormaps war es so eine Mischung aus Ace und Blitz. Ich werde das jetzt so ein bisschen euch zeigen. Am besten, ihr nehmt den letzten Weg und geht einmal komplett hoch. Dann einmal komplett nach rechts. So, seid ihr rechts angekommen, dann komplett nach unten. Also ihr müsst bis zur Map-Ende am besten. Ihr macht halt die Minimap klein. So seht ihr, wo ihr seid. Und da müsst ihr quasi komplett nach rechts. Und dann halt dementsprechend komplett nach unten. Den Boss übrigens, den findet ihr halt random. Also ich weiß selber noch nicht die Spawnorte oder ob er überhaupt Spawnorte hat. Oder ob er so wirklich random spawnt, einfach in irgendeinem Fleck in dieser Grotte 4 nennen wir es jetzt einfach mal. Und da weiß ich jetzt noch nicht Bescheid, wo man den findet. Aber eventuell weiß ich es in ein paar Tagen oder so, weil wir da jetzt natürlich auch ein bisschen öfters reingehen. Was droppt man eigentlich hier so? Da habe ich jetzt auch wieder die Wurzeln gedroppt. Ich habe diese Elixierflaschen gedroppt. Da kann ich euch jetzt gleich mal sagen, was das so ist. Und zwar gibt es jetzt Widerstandstränke und Krafttränke. Ich habe jetzt hier so ein paar Tries gemacht. Ihr habt 90% Chance, braucht 20 von den Flaschen und 10 von den Kräutern. Die Kräutern bekommt ihr quasi von jeweiligen Element. Das heißt, wenn ihr Eis wollt, könnt ihr zum Beispiel Mysterious Dungeon gehen oder Dunkelheit, auch Mysterious, dort farmen. Da droppt ihr die Flaschen und die Wurzeln. Wenn ihr Feuer wollt, dann müsst ihr halt Dongan gehen. Also das jeweilige Element droppt quasi die Wurzel. Das ist halt wie wenn ihr jetzt ins Ödland geht, da gibt es ja Erdmobs, dann droppt ihr so Erdwurzeln.
können dementsprechend dann Erdkraft herstellen, Trank oder Erd, ja, Widerstand. So, wir sind jetzt hier unten, die letzte Ranke nenne ich es jetzt mal, oder letzte Abstieg ist es. Da ist jetzt der Einstieg in diesen weiteren Teil und da werden die Werte jetzt nun höher. Da sind wir bei 50, 40, 50, die wir knacken müssen. Hier geht, den muss ich jetzt gerade eh sowieso annehmen. Dann haben wir da auch schon wieder was. Gut, man muss tiefer vordringen. Das könnte vielleicht sein, dass man jetzt zum Drachenraum muss. So, Drachenweg ist quasi einmal, ihr könnt es ja hier ein bisschen orientieren, die letzte nehmen. Das heißt, hier irgendwie durchkommen. Hier spawnt übrigens auch ein Boss, der lässt auch diese gefrorenen Schlüsse fallen, aber der ist ein bisschen hardcore. Ihr seht, von den Mobs her, die haben jetzt Doppelelemente, also Blitz und Eis auf einem Mob, das seht ihr hier. Somit fangen jetzt die Doppelelemente an. Nächster Weg ist jetzt hier komplett durch. Den Boss, das ist halt auch ein Kriegshäuptling quasi, den findet ihr halt random wieder in den Wegen. Da gehen wir jetzt einfach mal komplett durch. Ich weiß nicht, ob die schwarzen Flächen Grafikbugs sind, das weiß ich nicht. So, ja, das sind einige Mobs da einmal durch. Dann nimmt man wieder den oberen Weg, das heißt wieder komplett hier durch. Wenn ihr quasi den falschen Weg nehmen würdet, dann würdet ihr wieder am Anfang landen. Somit geht ihr jetzt hier durch, so. Dann einmal durch die Mitte und wieder nach rechts. Dann hat man das Ganze, ja, ich sollte vielleicht wirklich mal dementsprechend dann Eichi und so weiter anmachen. Genau, nach rechts, also ihr könnt euch ja an der Minimap orientieren. So, jetzt sind wir leider gestorben. So, durchs Portal durch, wenn wir irgendwie durchkommen. Zack. Dann müsst ihr den Weg quasi nach unten nehmen, also rechts weg und dann wieder rechts. Genau. Dann seid ihr durch und dann geht ihr wieder durch die Mitte. Komplett durch. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast da. Dann sind wir nämlich am Drachenraum, wo man dann halt reingehen kann. Und da werde ich dann euch auch was zeigen. Gut, da haben wir jetzt noch eine Quest offen. Die nehmen wir schnell an. Gut, dann kann ich nämlich nachher zu dem Eremit, weil das ist meine letzte Quest normalerweise. Die Questreihen kann ich euch dann noch zeigen. Dann seht ihr so, was man da so ein bisschen hat machen müssen. Da habe ich schon ein bisschen was aufgenommen. Das vorab gesagt. Ansonsten, natürlich werde ich euch jetzt gleich noch die neue Waffe zeigen. Das kann ich halt nur mit Beta-Stuff machen, weil die gibt es ja offiziell noch nicht. Das ist jetzt der Geheimraum, also wir sind einmal um das Ganze rum und dann hier rein und da sind wir dann halt auch schon am Drachenraum angekommen. So, und hier kann man dann rein, es gibt einen leichten Dungeon, quasi einmal, man braucht Champions Level 1 oder höher, 3 gefrorene Schlüsse, die ihr von den Bossen kriegen könnt, in Dungeon quasi Stage 1, also da wo wir davor waren und jetzt in dem Labyrinth können die Bosse spawnen. 4 Gruppenmitglieder oder mehr und die Quest, die Macht des Konfuzius, das müsste die neue sein, aus unserer Meinung her. Und Abenteuer auf Johara, das sind halt wahrscheinlich, dass man die Stadt befreit hat oder so, das könnt ihr vorstellen. Wir waren wie gesagt noch nicht drin, wir gucken jetzt erstmal, machen heute Look and Feel und dann wollen wir mal sehen, was so geht. Genau, das sind die Bedingungen für den Leichten und wenn man den Leichten gepackt hat, dann kann man letztendlich den Schweren machen. Das sieht man hier, schwer, Champion Level 1 oder höher. Leicht muss quasi erfolgreich absolviert werden, wieder 4 Schlüsse und 4 oder mehr Gruppenmitglieder. Und dann kann man den Drachen machen. Ich denke, da werde ich auch ein paar Aufnahmen sammeln. Ich vermute nicht, dass wir den direkt packen werden. Uns fehlen teils die Werte, die Leute fehlen uns nicht. Wir haben einigen Nachschub bekommen, teilweise wirklich gute Spieler mit gutem Eichiring. Von daher, das möchte ich euch mitgeben. Also ich vermute, wir werden es relativ zügig hinkriegen. Gut, das wäre es mal so zu den einzelnen Maps, was ihr dort drauf finden könnt und was ihr erhalten könnt von den Quests, was ihr farmen könnt. Ich werde jetzt auch mal noch die neue Waffe zeigen gerade. So, da sehen wir jetzt das neue Pet. Sieht ein bisschen wie eine Art Nessie mit Hörnern aus, kann man sagen. Die Skills, klar, es hat 3 Skills, es hat eine hohe Laufzeit, also ich denke eher, das ist so ein bisschen an Nessie angelehnt.
Max-Skills oder Special-Skills, die weiß ich in dem Zug nicht direkt oder darf ich dann halt auch nicht sagen. Und klar, jetzt hat man so das weiße Drachenei, also es kommt natürlich aus dem Alastor, so heißt der neue Drache oder der, ihr wisst ja, das ist ein Running Gag, eigentlich war es ja mal der Melee so geplant mit dem Alastor-Sword und so, jetzt kam er wirklich auf dem neuen Kontinent. Hier habe ich jetzt noch einfach mal Neues ausgebrütet, also natürlich wieder Pet Typ 6 und so weiter, hoffen, dass es dann klappt. Und dann werde ich jetzt noch die neue Waffe zeigen. So vorab gesagt, die wird natürlich wieder unterschiedliche Werte haben und es könnt ihr, kennt, das Prinzip kennt ihr ja bereits von der Schlangenrüssi. Sie wird PvP und PvM relativ gut sein, hat einen hohen Angriffswert, aber leider keine Schlaggeschwindigkeit. Also das ist halt ein ganz fetter Minuspunkt dieser Waffe. Aber sonst vom Aussehen her mega. Ich finde, glaube sogar der Angriffswert von der Klinge ist für Sura relativ höher als ein normales Schwert, also da lohnt sich's für einen Sura vielleicht sogar in die Klinge reinzugehen. So, was ich jetzt fast vergessen hätte, ist natürlich, dass es auch einen neuen Handschuh gibt. Das ist der einzigste Kritikpunkt, den ich hier an der Stelle sagen kann, weil der Punkt ist, wir können jetzt mal hier reingehen, da kann man letztendlich jetzt diese neuen Handschuhe, Schlangenhandschuhe herstellen. Ihr braucht Mondstein, Titandioxid und ihr braucht halt letztendlich einen Panzerhandschuh und je nachdem, wie viel Chance ihr haben wollt, zum Beispiel 50%, dann braucht ihr halt hier einen plus 1er, mit 70% braucht ihr einen plus 4er und so weiter. Aber selbst wenn ihr einen plus 9er habt, da werden eure Steine und Bonis somit nicht übernommen. Also ihr könnt im Endeffekt einen perfekt geswitchten Handschuh oder mit Machtstein plus 4 nicht zu einem Schlangenhandschuh umwandeln, der dann die Bonis behält. Und das ist halt für mich ein Kritikpunkt, aber auch somit der einzige Kritikpunkt vom gesamten Update. Das muss man ganz klar dazu sagen, aber sonst klar, Handschuhe, der hat jetzt einen neuen Wert und ihr werdet natürlich auch eventuell höhere Sungma-Werte dann darauf sehen. Ich werde auch in einen reingehen, muss ich mir aber noch überlegen, in welchen. Dann habe ich euch hier noch ein paar kleine Aufnahmen, und zwar habe ich ein Kraftelixier hergestellt. Es hat halt nur 90% Quote und wie es aussieht, sind 10 Minuten ist wirklich das Maximum. Hier hat man zum Beispiel 12%. Dann habe ich noch zwei Blitz-Widerstand-Elixiere hergestellt, weil die halt zum Beispiel beim neuen Boss auf der zweiten Karte relativ interessant sind, weil der durchaus viel Damage zieht. Und da haben wir jetzt wirklich die höchste Zeit bekommen. Und zwar hier jetzt einmal die 3 Minuten 15% und nochmal 10 Minuten 15% sogar. Dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen Überblick, was es denn so gibt. Ich habe ja erwähnt, ihr droppt immer von dem Element, was ihr gerade haut, könnt ihr diese Kräuter droppen. Und ihr braucht halt auch diese Flaschen, die droppt ihr auch bei den Mobs. Eine Widerstandsflasche, eine leere oder eine Kraftflasche. Und je nachdem können natürlich unterschiedliche Tränke machen. Ich habe erwähnt, 10 Minuten scheint das Maximum zu sein und 20% des Elements ist Maximum. So, jetzt gibt es natürlich auch noch eine andere Möglichkeit, wo ich aber selber noch nicht weiß, wo man das dann letztendlich herbekommt. Das ist dann quasi ein goldenes Kraut und mit diesem goldenen Kraut könnt ihr letztendlich direkt 20% Pots, also Max Pots, dann letztendlich herstellen. Wo man das natürlich droppt, ist in dem Punkt unfraglich, weil ich es halt wie gesagt nicht weiß. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es zu oft droppt, obwohl es ja eh nur ein Trank dann letztendlich ist. Aber der könnte natürlich bei Hydra und so, könnte der schon sehr krasse Auswirkungen haben. Weil man da ja kann man ja so sagen, schon allein 12 Kraft des Eises sind halt 6%, 7%, ich glaube 6 oder 7% mehr Damage letztendlich. Und das ist dann halt schon sehr, sehr heftig, muss man ganz ehrlich sagen. Gut, das wär's dann zum heutigen Video. Es sollte ein kleines Anschauungsvideo von dem Update sein. Mein Fazit, das Update ist komplett gelungen. Die Handschuhe, das haben wir gesagt, das ist somit ein Kritikpunkt, aber einer, den man überdenken kann. Ansonsten, was halt auch noch geändert wurde, sind gerade so Sachen wie, man kann jetzt dritte Hand und sowas, die quasi bisher nicht verkaufbar war, kann man verkaufen. Also Gegenstände wurden verkaufbar gemacht, was auch ein Negativpunkt natürlich noch für manche ist. Für mich ist es eigentlich relativ
Jacke wie Hose. Die Eishexe, die ist jetzt eine Art Mädchenstein geworden. Das heißt, wenn einmal ein Spawn rauskommt nach einer gewissen Stufe oder halt nach einem gewissen TP, dann kommt halt auch kein anderer Spawn mehr raus. Das heißt, im Endeffekt droppt oder hat die Eishexe nur noch ein Maximum an Mobs, die rauskommen. Das haben ja viele fürs Moni-Event so genutzt. Da sind natürlich einige ein bisschen pisst, aber muss man halt drüber hinwegsehen. Ich find's nicht wild, aber ich bin auch keiner, der sowas aktiv benutzt hat. Genau, aber ansonsten geiles Update. Mir hat's wirklich Spaß gemacht, es anzuzocken. Und es werden natürlich jetzt im Laufe der Tage, Wochen weitere Videos für den Content kommen. Ich werde euch sagen, was braucht ihr für Equip, was zählt. Und natürlich euch auf dem Laufenden halten. Wir werden Bosse fahren, wir werden den neuen Run probieren. Wir werden da ein paar Aufnahmen davon machen. Und die Quests werde ich euch ein bisschen zeigen. Wenn ihr eine Gilde sucht, und ich denke, den meisten wird jetzt langsam klar, Johara ist die Zukunft und der alte Kontinent, der gehört der Vergangenheit an. Dann könnt ihr euch gerne unten in der Videobeschreibung den Discord-Link ziehen und dort darauf joinen, mich anschreiben, dass ihr eine Gilde sucht. Und ihr könnt auch, wenn ihr neu angefangen habt, ebenso anfragen. Ihr müsst kein Champ sein oder ihr müsst auch nicht unbedingt Level 120 sein, sondern vielleicht 100 oder auch nur 30 oder 40. Alles kann einfach mal anfragen. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst ein Like da, ein Abo und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.